Die Grünen überholen die AfD jetzt rechts auf der Überholspur. Unfassbare Aussagen heute im Deutschen Bundestag. Ganz ohne Ordnungsgeld von der Bundestagspräsidentin. Stellt euch vor, das hätte jemand von der AfD gesagt. Auch ein noch entschlosseneres Vorgehen gegen die Radikalisierung im Netz. Denn das Gift des Islams, das erreicht die Köpfe der Menschen nicht nur im Ausland, das erreicht die Menschen auch hier. Und deswegen ist es so wichtig, gegen Radikalisierung... Was hat sie gesagt? Das Gift des Islam. Eine Grüne, die eine ganze Religion unter Generalverdacht stellt und hier wirklich unfassbare Aussagen auch unkorrigiert in der Öffentlichkeit stehen lässt. Sie wollte mit Sicherheit sagen, das Gift des Islamismus dringt auch bis nach Deutschland durch, aber sie hat hier eine ganze Religion einfach diffamiert. Das macht sie hier als Grüne richtig vorbildlich, muss ich sagen. Aber normalerweise ist das ein Ordnungsgeld wert. Wenn man sich mal anschaut, wer hier von der AfD für welche lachhaften Aussagen immer wieder ein Ordnungsgeld kassiert. Bestes Beispiel Tessa Ganserer, ursprünglich gewählt als Markus Ganserer und nicht nur in meinen Augen ganz klar ein Mann, in vielen anderen Augen auch. Natürlich fühlt sich Tessa, Markus, wie auch immer, nicht unbedingt als Mann. Ist ja auch sein gutes, ihr gutes Recht, mir völlig Banane. Auf dem Wahlzettel stand Markus und das ist eindeutig ein Mann. Damit lehnt man sich schon wieder sehr weit aus dem Fenster in diesem Land. Aber die Grünen haben dazu auch keine Korrektur gegeben von der Aussage von Frau Dröge. Stellt euch jetzt aber mal vor, wenn im Verfassungsschutzbericht drinstehen würde, dass eine Partei im Deutschen Bundestag immer wieder den Islam verunglimpft und alle über einen Kamm schert, was ist man dann? Ja, man ist ein extremistischer Verdachtsfall, erst ein Prüffall, Verdachtsfall und am Ende ist man gesichert rechtsextrem. Frau Dröge, Sie kommen aus Köln, Sie haben wohl die ganzen Erfahrungen selbst gemacht. Sie haben selbst gesagt, Sie hatten Angst, dass in Solingen Freunde von Ihnen auf diesem Stadtfest waren und jetzt kommen Sie näher, die Einschläge der islamistischen Terroristen, die ihr alle ins Land gelassen habt und auf einmal wird auch Frau Dröge wach. Naja, mit fast 40 kann man dann auch mal irgendwann zur Vernunft im Leben zurückkehren, obwohl man Parteimitglied der Grünen ist. Aber der Wahnsinn, es geht noch weiter. Kennt ihr Frau Saskia Esken? Ja, kennt ihr, aber kennt ihr den Zwischenruf von heute bei Friedrich Merz, den müsst ihr gesehen haben. Die Leute Angst haben. Ach, Frau Esken. Vielen Dank für Ihren Zwischenruf. Und ich wünsche mir viele weitere Fernsehauftritte von Ihnen. Wenn Sie so weitermachen, dann schlage ich Sie noch als Ehrenmitglied der CDU vor. Machen Sie so weiter. Machen Sie so weiter mit Ihren Zwischenrufen und Ihren öffentlichen Auftritten. Meine Damen. Ganz genau, ja? Die haben Angst. Ja, Frau Esken, die haben vor Ihnen Angst. Wie sagten Sie doch gestern oder vorgestern, wir sollen ein freundliches Gesicht wahren. Schaut euch das Foto an von ihr. Das ist völliger Wahnsinn. Sie sind einfach geistig Verrückte, geistig Minderbemittelte, mit Intelligenz leider weniger bedachte Politiker, die jetzt sehen, dass ihr Mandat alles ist, aber nicht sicher für die nächste Legislatur. Das Hauen und das Stechen, nicht nur innerparteilich, auch außerparteilich, es geht jetzt erst richtig los. Das ganze Schauspiel diese Woche mit dieser ganzen Migrations- und Asyldebatte, ich habe keine Ahnung, was jetzt am Ende dabei herauskommen soll. Viel heiße Luft um wenig. Heute sind sie alle rhetorisch quasi. Der Olaf Scholz hat heute eine Rakete abgeschossen, muss man ja sagen, im Deutschen Bundestag. Er ist richtig aus der Haut gefahren. Er merkt wohl, dass er mit dem Rücken hier zur Wand steht inzwischen. Und ihn niemand mehr haben möchte. Selbst die deutschen Brücken, sie kollabieren inzwischen ganz freiwillig. Es steht einfach sinnbildlich für den katastrophalen Zustand in diesem Land. Und dann stellt sich Olaf Scholz heute Morgen hin und hält eine Laudatio auf seine eigene Arbeit als Regierungschef. Was er schon alles gemacht hat, was er schon alles angepackt hat, kann man nur sagen, wenn man mehr Minuten seiner Redezeit darauf verwenden muss, den Leuten zu erklären, was man Tolles gemacht hat, war es vielleicht doch nicht so toll, denn die Leute würden es schon von ganz alleine merken, wenn Politik zum Wohle des deutschen Volkes gemacht werden würde. Aber es wird hier Politik gemacht zum Wohle einer europäischen Elite, einer Berliner Politelite und ansonsten für ganz viele
Randgruppen, für ganz kleine Minderheiten. Immer dran denken, weniger als 1% der Weltbevölkerung identifizieren sich geschlechtlich. Ihr wisst, was ich sagen will. Aber wir machen hier Gesetze, die genau für diese 1% extra Toiletten fordern, extra dies, extra das, Namensrechtsänderung. Das ist einfach völliger Wahnsinn, weil sie in ihrem Kopf lieber ihre Ideologie voranbringen, anstatt sich um das Land zu kümmern. In Dresden, bestes Beispiel, im Juni diesen Jahres wurde ein Antrag im Stadtrat abgelehnt, der eine Prüfung der Standsicherheit aller Brücken innerhalb von 4 Wochen in der Stadt zur Auflage gemacht hätte. Denn die Grünen, sie haben lieber im Februar diesen Jahres beschlossen, dass Dresden klimaneutral werden soll, ganz genau. Dafür reißen sich jetzt sogar die Brücken von selbst ab, um der Klimaneutralität hier mit großen Schritten sich entgegenzuwerfen. Das ist einfach völliger Wahnsinn. Und ich bin heute wieder mit der Deutschen Bahn unterwegs gewesen und dieses Land hat einfach so fertig. Ich bin zwar pünktlich angekommen, das Internet unterwegs ist aber eine richtige Katastrophe. Eine richtige Katastrophe. Und es funktioniert ja sowieso nicht, ja? Dann sagen sie einem noch, sie haben Handy. Es ist völliger Wahnsinn, Leute. Aber die Grünen, sie überholen jetzt hier die AfD rechts. Ich bin ja mal gespannt. Frau Baerbock sagte, wir haben noch ein paar Plätze frei. Hat sie wirklich gesagt? Und Frau Lang sagt auch, also wie die CDU vom Tisch aufstehen, nur weil man seinen Kopf nicht durchgesetzt hat, das wäre keine seriöse Politik, sagte die Minderheitenpartei der Grünen. Niemand will sie mehr haben. Frau Lang, vollen Erfolg dafür, dass das Projekt U10 bei den Grünen erfolgreich eingeleitet worden ist. Und es gibt anscheinend Leute, die machen sich über Ricarda Lang lustig und haben gefragt, ob sie gestern in Dresden war. Punkt, Ende der Frage. Daraufhin dreht sie jetzt völlig durch und will jedem ein anwaltliches Schreiben schicken, der die Frage hier eröffnet hat, ob Ricarda Lang am 10. September 2024 sich in Dresden aufgehalten hat. Ich stelle die Frage erneut. Hallo, liebe Ricarda, warst du zufällig am 10. und am 11. September in Dresden? Ja, nein, vielleicht. Ich frage nur für einen Freund. Vielleicht war ja CSD in Dresden, keine Ahnung. Und das ist völlig neutral. Ich lache mich jetzt zu Tode, wenn ich dafür einen Brief vom Anwalt bekomme. Das wäre wirklich lächerlich. Aber das sind die Probleme, mit denen sie sich beschäftigen. Immer dran denken, wer nach der Europawahl selbst gesagt hat, man hat keine Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit und der Leute und sich dann hinstellen nach der Wahl im Osten und sagen, ja, aber dieser Rechtsruck ist... Leute, so viel Satire kann man gar nicht machen, aber ich habe gehört, die Heute-Show kommt aus der Sommerpause zurück. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Tage am Stück sie jetzt senden wollen, um das Ganze aufzuholen. Ich bin aber auch gespannt auf deine Meinung. Abonniere unbedingt diesen Kanal. Abonniere auch X und Telegram, damit du keine Benachrichtigung verpasst und auch nicht die unzensierten Bilder, die YouTube dir manchmal nicht zeigen möchte. Ansonsten kann ich nur empfehlen, Auswandern mit Kopf. Wenn du auch die Schnauze voll hast und sagst, nichts wie weg hier, schau dir meinen Zweitkanal an. Für jung oder alt, für arm oder reich, für jeden ist was dabei. Und damit ciao, bis bald.